Die grösste Herausforderung für den Handel ist meiner Meinung nach eindeutig, und das ist ja bekannt, Digitalisierung und dadurch abgeleitet natürlich der E-Commerce. Außerdem glaube ich, dass die Weltwirtschaftskrise, also der abnehmende Handelsström, die Nachfrage, die nachlässt, auch eine Herausforderung ist für den Handel. Und dadurch abgeleitet auch natürlich der starke Schweizer Franken. Aber ich glaube, das ist eine Folge davon und nicht die grösste Herausforderung, sondern die grösste Herausforderung ist eindeutig Digitalisierung. Als grösste Herausforderung aus Sicht der Konsumenten ist für mich ganz eindeutig die Hochpreisinsel der Schweiz und das nähe Ausland mit den günstigen Preisen. Ich bin sicher, dass sich auch künftig der digitale Handel noch verbreitern wird. Aber ich denke, es gibt auch wieder eine Gegenbewegung, dass es Leute gibt, die Qualität schätzen, die Haptik schätzen, die Produkte anschauen, live, die sie möchten anlangen können. Und ich glaube, das ist etwas, wo sich der Handel wirklich darauf freuen kann. Es wird auch wieder in diese Richtung gehen. Parmi nos challenges, j'ai un challenge important aussi, j'ai parlé du consommateur, mais je pense que il faut aussi penser à nos producteurs de matières premières. Et un grand challenge, c'est pouvoir assurer la pérennité de cette activité agricole. Ça nous paraît essentiel à l'avenir. Si on veut continuer à pouvoir consommer des produits sains et nutritionnels, il faut absolument pouvoir assurer un avenir économique à la branche agricole.